Die Radio Hamburg News Show. Die witzigsten Nachrichten der Stadt. Mit Olli Hansen, Jessica Burmeister und Peter von Rumpold. Guten Tag. Gerade in Pandemiezeiten ist der Urlaub im gemieteten Ferienhaus beliebt. Doch für manche wurde die Buchung zur bitteren Enttäuschung. Denn am Ende gab es das Ferienhaus gar nicht. Geld weg, Urlaub versaut. Unser oberster Verbraucherschützer der News-Show Olli Hansen weiß, worauf man achten muss. Olli, du bist bei einer Familie, die reingefallen ist. Genau, Peter. Günther und Amelie Arglos aus Fuhlsbüttel halten sich eigentlich nicht für unvorsichtig und trotzdem sind sie Betrügern auf den Leim gegangen. Zeigen Sie mir doch mal bitte den Screenshot der Anzeige. Aha, schönes Haus. Und wer ist der hübsche Kerl daneben? George Clooney? Ach, Sie dachten, der vermietet seine 13 Millionen Quadratmeter Villa am Comer See? Okay. Und was wurde da aufgerufen? 85 Euro am Tag mit frischen Handtüchern? Ja, also wenn das jetzt das Haus von Boris Becker gewesen wäre, hätte ich mir das noch vorstellen können. Netter Kontakt mit der Agentur am Telefon? Okay. Danach nur noch WhatsApp-Kommunikation? Das ganz typisch, Peter. Und die Kohle sollten Sie wohin überweisen? Vorkasse über Western Union auf ein Konto in Namibia? Geburtsurkunde, Kontodaten, Kreditkarten und Personalausweise haben Sie bei Telegram gepostet? Ach so. Ja, kann ich verstehen. Peter, Familie Arglos dachte, das sei in dem Fall besonders seriös, weil George Clooney ja nicht jeden in seine Bude lässt. Peter, lass so machen, ich check nochmal den bereits gebuchten Urlaub in den Herbstferien von Familie Arglos. 978 Euro für eine Woche Abramowitsch Yacht mit Sprit und Crew scheint mir auch ein Tick zu günstig. Sollte ich da recht behalten, melde ich mich noch morgen, habt ihr das exklusiv, okay? Ja, vielen Dank, Olli Hansen. Kurznachrichten mit Jessica Burmeister. Tokio, 10 Kilometer Schwimm-Olympiasieger Florian Wellbrock will nach den Spielen nach Hause kraulen. SPD, Olaf Scholz entscheidet sich für Madagaskar-Wahlstrategie. Heißt, stur lächeln und winken. VIPs, Queen Elizabeth gratuliert Herzogin Meghan zum 40. mit einer liebevollen Karte, auf der aufrichtige Anteilnahme steht. Das Wetter. Das Wetter wurde Ihnen präsentiert von Ferienhausvermietung Schlingel. Heute gebucht, morgen verflucht. Das war's von uns. Wir hören uns Montag wieder. Bleiben Sie doof. Wir sind es schon.